Hallo, werte Freunde der Panzerunterhaltung zu Let's Play Armored Warfare. Und heute habe ich mal einen Panzer ausgepackt, den ich schon vor ein paar Monaten das letzte Mal gezeigt habe. Also von dem her auf jeden Fall mal wieder zeigenswert. Die Tier 3 Artillery, Abbott Artillery, yeah. Und ich mag einfach so diese Low-Tier-Artis auch ganz gern mal, beziehungsweise diese Low-Tier-Gefechte, also hier 4 und 3. Und von dem her hoffe ich, dass ich hier jetzt ganz gut was präsentieren kann. Ja, Karte ist Hafensturm, wie man sieht. Ich fahre hier hinter dann wahrscheinlich. Von dem her, da ist es immer ganz mollig. Oder ich kann mich auch einfach hinter diesen hier, den da, könnte ich auch, je nachdem, wo die andere Art, die sich hinstellt. Aber 21 Sekunden Nachladezeit und danach geht's ab. Gegner zwei Quastica Artillerien, wir einmal M109 und einmal die Abbott. Am Ende der Runde werden wir sehen, wer jetzt da das bessere Lineup hatte. So, also das Rohr geht ganz weit nach oben. So, jetzt können wir einämmen und dementsprechend, jetzt müssen wir nur noch warten, bis ein Gegner aufgeht. Okay, da hinten sind sie. Muss ich nur schauen. Weil da komme ich so nicht drauf, da fahre ich dann vor. Und das, der schöne Vorteil daran ist, dass ich hier wahrscheinlich wirken kann, ohne dass die gegnerische Art hier auf mich schießt. Schießen wird viel mehr. Feindlicher Transporter, markiert. Na? Nehmen wir doch... Jetzt gehe ich auf den auch bis zum Schluss und habe da noch einen schönen getroffen, wie man sieht, 140er Hit. Und hier kann ich auf jeden Fall wirken und unterstützen und das muss ich auch. Ah, knapp daneben, aber der kann, letzte kann gut laufen. Ja, nochmal ein schöner Hit. So. Wie gesagt, wir können hier wirklich toll wirken. Weil da die Arti auf uns nicht kommen kann. So. Da ein bisschen mal hier für Angst und Schrecken sorgen. Die müssen weg, ganz wichtig, dass sie hier meine Jungs nicht da in die Flanke schießen. Das ist diese, die sind zerstört. Ah, jetzt hat er leider die andere Fahrtrichtung eingeschlagen. Jetzt könnte ich mal schauen, ob ich da auf eine der Artis komme. Weil die sind ja gerade sehr, sehr safe, was deren Schuss angeht. Deswegen, die rechnen nicht so wirklich damit, dass sie jetzt mal gecountert werden könnten. So. Und da konnte ich jetzt aber mal schön countern. Dementsprechend jetzt wieder vorfahren. Ja, jetzt haben sie dann natürlich das gleiche Spiel gemacht. Aber das ist alles halb so wild. Oh, der ist zerstört. Auf die komme ich nicht.
Und jetzt halten wir da mal wieder ein bisschen rein. Und es läuft wirklich super gut. Wir konnten toll wirken. Die gegnerischen Artis haben uns nicht bekommen aufgrund der Stellung. Und jetzt bekommen die gegnerischen Artis dann noch ein bisschen auf den Sack. So, bewegt sich wohl nicht mehr. Zerstört ist er auch. Jetzt nur noch die Quastika und dann war es das schon. Auch wenn es jetzt leider kein Kill war in der Runde. Aber es muss ja nicht immer ein Kill sein, sondern ein Sieg ist ja auch schon schön. Und wie gesagt, der Schaden, der war ja ganz nice. Wo ist sie denn? Die muss doch hier sein. Gibt's doch gar nicht. Da ist sie. Ah, schade. Ich dachte mir, vielleicht könnte ich den noch abstauben. Aber leider keine Chance. Sei es drum. Sieg ist Sieg. Und das ging doch ganz solide. Jetzt schauen wir mal, was das Resultat so am Ende spricht. Natürlich auch wichtig, Premium-Panzer, auch Credit-Ausbeute ist da immer ein Thema, ohne Frage. So, 900 Schaden ist jetzt nicht die Welt, brauchen wir nicht drüber reden, aber es war trotzdem gefühlt eine schöne, lustige Runde und von dem her sage ich, alles gut, deswegen Schaden natürlich und auch XP weit unten. Aber so what, auch da muss man mal sagen, steht man drüber, man hat Schaden gemacht und das war das Wichtigste. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Armored Warfare, weiterhin ein Artilleriespiel, was mir sehr gut gefällt. Bei den normalen Standardpanzern muss ich sagen, die High Tiers nicht so meins, aber von dem her, dafür die Artillerien holen es raus. Danke, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.